die Art und Weise, wie das Haus wieder aufgebaut wurde, der Garten aufgebaut wurde und so. Es war wie so eine, ja, eine Versuchsanordnung. Teilweise haben wir eine Stunde lang improvisiert, um die richtige Tonalität und Atmosphäre der Szene zu finden. Der Auschwitz-Kommandant Rudolf Höss lebt mit seiner Frau Hedwig und seinen Kindern Mauer an Mauer mit dem Konzentrationslager. Während dort ein permanenter Massenmord stattfindet, führt die Familie in ihrem Bilderbuch zu Hause ein äußerst privilegiertes Leben mit banalen Alltagssorgen. Das Drama The Zone of Interest betrachtet das Grauen des Holocaust, ohne es explizit zu zeigen. Gedreht hat Regisseur Jonathan Glazer den Film vor Ort in Polen und in einem originalgetreuen Nachbau der Lagerkommandantenvilla. Als Ehepaar Höss brillieren Christian Friedl und Sandra Hüller. Sie hatten ja mal in einem Interview gesagt, dass Sie eigentlich keine Nazi-Rollen spielen wollten. Was hat Sie letztendlich doch bewogen, hier bei The Zone of Interest dann mitzuspielen? Das hat ganz viel mit der Regie zu tun und mit den Entscheidungen, die getroffen wurden, wie das erzählt werden soll, wie Repräsentation stattfindet oder eben nicht stattfindet, wie Gewalt gezeigt wird oder eben nicht gezeigt wird. Das hat viel mit der Soundarbeit zu tun, viel mit der Musik von Mika Levy und mit der Tatsache, dass wir vor Ort dort gedreht haben in Oswiecim. Die Art und Weise, wie das Haus wieder aufgebaut wurde, der Garten aufgebaut wurde und so, das war wie so eine Versuchsanordnung. Und ich fand die Zweifel, die ich hatte daran, wie das denn darzustellen sei, das waren dieselben Zweifel, die Jonathan Glazer auch hatte. Insofern hat das dann irgendwann gepasst. Ja. Und wie haben Sie sich dann der Rolle der Hedwig Höss angenähert? Eigentlich gar nicht. Also ich glaube, das war mehr so ein... Ich habe gar nicht so viel über die Rolle nachgedacht, glaube ich. Ich habe tatsächlich eher darüber nachgedacht, wie so jemand sich bewegt oder sowas, aber gar nicht so sehr über so ein Innenleben oder so. Das wäre komisch gewesen, fand ich. Christian, du hast ja mal gesagt, dass du am Anfang auch lange überlegt hattest, ob du die Rolle des Rudolf Höss spielen solltest. Was hat dich dann letztendlich doch bewogen, diese Rolle anzunehmen? Also mich hat vor allen Dingen bewogen, was Jonathans Vision und was er letztendlich vorhatte, wie er es filmen möchte, was er erzählen möchte, das hat mich tief berührt und überzeugt und da war für mich dann keine Frage mehr, ob ich es mache. Und wie hast du dich dann dieser Rolle angenähert? Ja, das war sehr schwierig und komplex, weil man hat sich nicht angenähert wie in einem normalen Film, weil wir haben ja keine Biografie gedreht. Es ist ein Film, der die Leute observiert, eine kurze Momentaufnahme ist. Und da habe ich mich eher von außen körperlich nach innen genähert, sage ich mal so. Also ich habe mich nicht sonst viel belesen, sondern das Drehbuch war schon so großartig. Und ja, ich bin eher körperlich rangegangen, von außen nach innen. Ja, und das Konzept war ja, dass hier sehr viele fest installierte Kameras gleichzeitig waren und auch ein paar versteckte Kameras. Inwiefern hat das so dein Spiel beeinflusst? Es war eine absolut luxuriöse Situation, weil wir natürlich alle Zeit der Welt hatten und keine technischen Unterbrechungen, nicht all die Sachen denken mussten, wie man sonst denken muss, wenn man Filme macht. Und das war sehr befreiend und wir waren alle in der gleichen Anspannung und hatten, wie gesagt, alle Zeit der Welt. Teilweise haben wir eine Stunde lang improvisiert, um die richtige Tonalität und Atmosphäre der Szene zu finden. Und ja, und wenn ich ehrlich bin, würde ich immer gerne so arbeiten. Aber ist, glaube ich, teuer. Das hat sich sehr auf unser aller Spiel ausgewirkt, weil es sozusagen keine Richtung gab. Also nichts zu präsentieren, sondern wir nicht mehr oder weniger, sondern wirklich allein waren in diesem Haus mit dieser Technik. Ohne technische Unterbrechungen, weil es eben dann niemals ein Continuity-Problem gegeben hätte, weil alles immer zusammenpasste, logischerweise. Weil wir minimales Make-up hatten und weil es kein künstliches Licht gab. Und deswegen konnten Takes manchmal 45 Minuten dauern oder sowas. Das heißt, es war höchst konzentriert und höchst zentriert auch oder eben wirklich nur auf den Partner oder die Partnerin bezogen und gar nicht so sehr eben auf dahin, wo man hinspielt oder was die Kamera sehen könnte. Jetzt seid ihr 9-mal für den BAFTA nominiert, 5-mal für den Oscar. Was bedeutet dir das? Also mich freut es, ich bin ja absoluter Oscar-Fan und ich hätte nicht gedacht, dass ich nach 2010 nochmal hinfahren darf. Und ich finde es großartig, dass dieser Film, der so besonders ist, eine solche Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommt. Und es ist toll, weil gerade bei den Oscars, jedes Kind kennt die Oscars.
Und wenn der Film so wahrgenommen wird, dann wissen die Leute, der Film existiert. Und dann hoffe ich, dass sie auch ins Kino gehen und sich den Film anschauen. Ja, das ist toll. Also wir freuen uns. Ich hoffe, dass das dann noch eine größere Reichweite bekommt, dass er in den Kinos deswegen noch länger läuft und dass noch mehr Leute ihn sehen. Sandra Hüller selbst ist für The Zone of Interest bei den BAFTAs als beste Darstellerin in einer Nebenrolle nominiert. Außerdem ist sie für den Film Anatomie eines Falls sowohl bei den BAFTAs als auch bei den Oscars als beste Hauptdarstellerin nominiert. Sandra Hüller ist ja gerade auf einer absoluten Erfolgswelle, also jetzt zweimal für den BAFTA nominiert, für den Oscar nominiert. Ja. Was glaubst du, was zeichnet sie so als Schauspielerin aus? Was ist so ihr Geheimnis? Also ich meine, sie hat unglaublich gute Filme dieses Jahr gemacht, aber auch die letzten 15 Jahre davor. Und man schaut ihr gerne zu, weil es unglaublich ehrlich ist. Und jetzt haben das auch die Amerikaner endlich verstanden. Zunächst muss man sagen, dass es wahrscheinlich die größte Schauspielerin ist, die unser Land seit langer, langer Zeit hervorgebracht hat. Und sie alle Preise, die sie jetzt bekommt und hoffentlich noch bekommen wird, verdient. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich noch nie so einen Doppelpack gegeben hat. Ich glaube, sie hat die beiden großen Preise in Cannes gewonnen. Sind jetzt beide für einen Oscar nominiert. Wir haben ja schon oft gedacht, irgendwie, dass Sandra Hüller... Man hat sich gefragt, was da noch kommen soll, und irgendwie ging es immer weiter und immer mehr, und sie hat alles verdient. Sie ist die Beste. Und was glaubst du, warum, oder was würdest du sagen, warum ist es wichtig, dass man immer wieder Filme über den Nationalsozialismus macht, jetzt in welcher Form auch immer? Oh Gott, ja, also ich... Es ist ja offensichtlich aufgrund der aktuellen politischen Situation, dass es irgendwie nicht schaden kann, immer mal wieder daran zu erinnern, wo das alles enden kann und so. Deswegen finde ich jetzt mehr denn je wichtig, dass diese Filme gedreht werden und auch den letzten, die es noch nicht verstanden haben, nochmal gezeigt wird, wo das möglicherweise alles enden könnte und was es angerichtet hat. Ich habe einen Teil von diesem Film schon gesehen durch die European Film Awards, aber jetzt auf dem großen Screen zum ersten Mal, und ich glaube, dass dieser Film sehr, sehr anders ist als die meisten Filme über die NS-Zeit, und weil es interessant ist, eben eine andere Seite zu sehen, die nicht im Lager selber spielt, und ich glaube, es ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Film. The Zone of Interest startet am 29. Februar im Kino.